Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon Age Origins. Ja, ich bin jetzt halt eine Woche spät dran, aber tun wir mal so, als wäre das nie passiert. Hab ich schon mit den Leuten geredet? Würde ich doch gern bleiben. Im Süden ist es verdammt kalt. Du solltest dich auf den Weg machen. Morgen wird ein langer Tag. Ja, wie es aussieht, hab ich das. Also, dann machen wir uns mal auf den Weg. Euer Hund ist außer sich. Er scheint wütend zu sein. Tja, unser Hund sieht wohl was kommen. Also, mal sehen. Vielleicht stimmt etwas nicht. Ich dachte, ich hätte Schreie gehört, als ich aufwachte. Aber jetzt höre ich nichts. Ich sehe nach, ob jemand in der Halle ist. Und ein Elfenmädel weniger. Aber egal. Erstmal pausieren und ein paar Klamotten anlegen, weil nackt kämpft sich ja irgendwie schlecht. Mal sehen, was haben wir hier? Kampfrüstung. Der Schild, weil der andere geht ja noch nicht. Was hatte ich denn das letzte Mal benutzt? Ich denke das. Das. Das und den hier. So, dann macht euch gefasst, ein bisschen aufs Maul zu bekommen, Jungs. Schildschlag. Und weg mit dir. Kein Problem. Fass ihn. Und mal die Verteidigungsstellung an. Und das sind hier auch noch zwei, die unsere Aufmerksamkeit bedürfen. Nimm das. Und beide weg. Liebling, ich hörte draußen Schreie und habe das Schlimmste befürchtet. Bist du verletzt? Diese Bastarde haben Iona getötet. Was? Das Elfenmädchen? Aber warum? Ich wurde von einem Schrei geweckt. In der Halle waren Männer. Darum habe ich die Tür verriegelt. Hast du ihre Schilde gesehen? Das sind Hausmänner. Warum sollten sie uns angreifen? Tja, wir können wohl davon ausgehen, dass wenn das seine Männer sind, er uns verraten hat, also er hat Vater verraten, schlägt zu, während unsere Soldaten weg sind. Du denkst, Hausmänner kamen absichtlich so spät? Dieser Bastard. Ich schneide ihm seine Zunge ab. Hast du deinen Vater gesehen? Er ist nicht ins Bett gekommen. Vielleicht ist er mit Hau wach geblieben. Wir müssen ihn finden. Wir sollten auch noch Orianna und Orwin sehen. Heilige Andraste. Was, wenn die Soldaten zuerst in der Kammer deines Bruders waren? Sehen wir nach ihnen. Schnell. Danach laufen wir hinunter zu Bryce. So. Hund hat ein Level up. Einige Habseligkeiten deines Vaters sind in der Kiste dort. Dann schauen wir mal. Ja, ein paar Standardwaffen. Aber speicher mal schnell. Und dann mal sehen. Kloppen wir das Teil mal auf. Und alles bekommen. Das ist ja schon mal sehr gut. So, dann die schnell gelootet. Hey, komm, wähl schon. Und hier der. Mal sehen, was habe ich denn so dabei? Nichts, was wir brauchen könnten. Aber dann level ich schnell mal. Ne, nicht Statistiken. Ja. Ich werde es beim Hund ja so ziemlich auf Stärke, Geschicklichkeit und Konstitution gleichermaßen verteilen.
Und der Hund levelt auch nicht so oft, beziehungsweise bekommt er nicht so oft neue Skills, weil er kaum welche hat. Und was machen wir mit ihr? Ich werde ihr einen Bogen geben. Und dann pumpe ich einfach mal alles in Geschicklichkeit rein. Hier alles darauf. So. Das sollte aufgehen. Was hat sie für Waffen dabei? Gar nichts ausgewählt. Also wie gesagt, ein Bogen. Der macht 6, der 5. Ja, der Langbogen ist an sich besser, wie es aussieht. Nein, mein kleiner Oren. Welcher Teufel schlachtet Unschuldige ab? Dafür werden sie bezahlen. Hau nimmt nicht einmal Geiseln. Er will uns alle töten. Oh, armer Fergus. Gehen wir, ich will das nicht sehen. So, nachdem wir das dann ja erledigt haben, kümmern wir uns mal um Hau. Oder seine Männer, die sich uns in den Weg stellen. Schnell weg mit dem Bogenschützen. Ah, betäub mich nicht. So, der ist weg. Und dir direkt mal einen Schildschlag verpasst. Verfehl nicht. So, der ist dann auch weg. Und was haben wir hier so? Eine Kiste. Komm, mach die auf. Ein Tiefenpilz. Perfekt. Wie ihr wünscht. Ja, die haben halt kaum was dabei. Die gute Landra. Natürlich. Es tut mir leid. Wenn sie mich nicht besucht, wenn sie nicht hier. Ja, wir haben später genug Zeit, um zu trauern. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Kerle umlegen. Also. Hörst du die Kampfgeräusche? Hausmänner müssen überall sein. Dann sollten wir die Schlacht zu ihnen tragen. Sei nicht töricht. Das wäre dein sicherer Tod. Das Haupttor. Dort muss dein Vater sein. Können wir sonst nichts tun? Ich habe hier meinen Schlüssel zur Schatzkammer. Zuerst das Schwert der Kuslands holen. Wenn Hau etwas nicht in die Hände fallen darf, dann dieses Schwert. Aber das könnte gefährlich werden. Auf zur Schatzkammer. Wenn Haus Männer im Schloss sind, kontrollieren sie es längst. Wir müssen also durch den Gesindegang in der Speisekammer fliehen. Hörst du mich? Ich will Haus Kopf. Dann überlebe und sorge dafür, dass er bestraft wird. So. Mal sehen, was haben wir denn hier? Ein Leichnam. Ab mitgeholt. Ist dir. Er hat zwar nichts, was wir brauchen können, aber das ist ja egal. Oh, das Schloss ist gefallen! Ich verschwinde! Feigling, bleib hier und kämpfe. Ja, ja. Da! Da kommen sie! Den Kerl bekommen wir leider nicht in unsere Party überstellt, deswegen kann ich ihn halt nicht leveln, aber ist ja egal. Ist mal Dadi weg, vor allem der Hund. Mabaris sind, wenn man sie als Gegner hat, ein bisschen ungut. So, du bist auch weg. Der hat unseren Soldaten getötet. Runter mit dir. So, kommt schon. Du bist alleine. Der Kerl lebt hier auch noch. Jetzt nicht mehr. So, der ist. Die sind alle gar weg. Ja, allesamt, nicht alle gar. Kein Dialekt. So, was haben wir denn hier in der Truhe? Ein Tiefenpilz. Dafür braucht man eine große Steintruhe, genau. Um das Gewürz schön zu verstecken, damit es auch keiner klaut. So, haben wir die alle ausgeräubert und weg mit dir.
runter. Und da hinten die zwei fallen auch gleich. Beziehungsweise einer ist ja schon gefallen. Und tot. So, was hast du denn für mich? Wird erledigt. Ein Lyriumtrank. Gut, fangen wir an. So, alles samt weg. Armer Erdes, euer Tod wird gesühnt, weiser Mann. Das schwöre ich. Ja, immerhin sind wir schon dabei, ihn zu sühnen. Sind hier schon mal so bestimmt 20 Mann, die wir erledigt haben. So, hier eine Truhe. Auf da. Verletzungsausrüstung. Aber was drin ist, ist im Endeffekt eh egal. Ich mach's hier nur wegen den Erfahrungspunkten. Hier ist so oder so eh nur Müll. Komm. Weg mit Mabari. Der bleibt leider nicht sonderlich lange liegen nach dem Schildschlag. So, der ist tot. Also da hinten die zwei. Ah, verkrüppelnder Schuss. Komm schon. Das ist halt dieselbe Animation, die man bekommt, wenn man in eine Bärenfalle reinläuft. Und ja, ist halt ein bisschen unangenehm, weil es ewig dauert. Wir nähern uns der Schatzkammer. In ihr liegt das Familienschwert der Kuslands. Benutze den Schlüssel, den ich dir gab. Hau darf die Klinge nicht bekommen. Alles klar. Ich glaube, ich kann sie aber noch gar nicht benutzen, weil mir da Stärke fehlt. So, was haben wir denn hier? Ein Kurzbogen. Eine Rüstung, aber die ist eh schlechter als die, die ich habe. Und hier. Obwohl, ich habe hier relativ viel in Stärke investiert. Damit ich hier die Rüstung tragen kann. Im Normalfall wäre ich halt von Anfang an nur auf Geschicklichkeit gegangen, bis wir da den Wert haben. Aber das hat sich ja erledigt. Und wie gesagt, die Rüstung ist schlechter. Obwohl wir eine leichte Rüstung haben, ist die halt einfach, weil sie Stufe 7 ist. Schon allein vom normalen Rüstungswert doppelt so gut. Und gerade gewartet. So, Schildverteidigung an. Und direkt mal das Schwert ausprobiert. Gerade aus Interesse. Ich hatte das irgendwie in Erinnerung, dass das Teil standardmäßig Feuerschaden haben sollte. Aber ich irre mich wahrscheinlich. Oder sehe ich mal die Gegenstandsbeschreibung an, die wir hier nicht sehen. Hatte sowas zumindest irgendwie in Erinnerung, aber vielleicht habe ich mich vertan, was das angeht. So, dann wollen wir als nächstes mal die Priesterin retten gehen. Aber zuerst mal hier. Schutt. Schutt kann man immer gebrauchen. Na gut, nicht wirklich, aber... So, Leichnam. Und wer wartet jetzt? Keiner. Und... So. Weg mit euch allen. Gut, der ist auch tot. Mal sehen. Soldat 1 und Soldat 2. Da viel mehr haben wir hier ja gar nicht. Also mal auf die andere Seite der Burg. Und natürlich werden wir aufgehalten. Weg mit euch. Hier, ein Schwert für dich. So. Der ist auch tot. Den da habe ich eben scheinbar vergessen. So. Dann mal in die große Halle.
Und ich kümmere mich erstmal hier um die Magierin, wenn ich nicht betäubt worden wäre. Runter mit dir. Elementarschaden kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Man hat ja gesehen, was der Hund gerade allein dadurch eingesteckt hat. Und sie hat was gedroppt, wie ich sehe, vermutlich ihren Mana-Trank. Aber mit dem kann ich jetzt eh noch nicht so viel Magier dabei. Also nicht Mana, sondern Lyrium, aber ist ja dasselbe. Und er ist tot. Vorwärts! Bemannt das Tor! Haltet diese Hundesöhne auf, solange es geht! My Lady, Herr, ihr seid beide am Leben. Ich versichere, Hohes Männer werden durchgebrochen. Sie sind durchgebrochen. Sie haben Orianna und Auron getötet. Es ist schrecklich. Seid ihr verletzt? Macht euch um mich keine Sorgen, my Lady. Danken wir dem Erbauer, dass ihr selbst unversehrt seid. Als ich erkannte, was passierte, konnte ich nur noch die Tore schließen. Aber sie werden Hohes Männer nicht länger aufhalten. Wenn es noch einen Weg aus dem Schloss gibt, kommt mit uns. Schnell! Nein, wir kämen nicht weit, bevor die Tore fallen. Bitte, geht, solange ihr noch könnt. Als ich den Terran zuletzt sah, war er schwer verletzt. Ich drängte ihn, sich nicht zu bewegen. Aber er war entschlossen, euch zu finden. Er ist zur Küche gegangen. Vermutlich dachte er, ihr würdet am Gesindeeingang in der Speisekammer auf ihn warten. Gesegnet, Sir Gilmore. Möge der Erbauer über euch wachen. Möge er über uns alle wachen. So, dann erstmal, bevor wir zum Gesindegang gehen, alles mitnehmen, was nicht nagelfest ist. So, und da hinten das. Ah, da hinten liegen ja auch noch zwei, die mitgenommen werden wollen. So, dann raus da. Wird gespeichert. Und da unten sind sie ja. Weg mit dir. Oh, Level up. Durch das Öffnen der Kisten sogar ein bisschen früher als erwartet. Also, was kann ich denn holen? Ich werde mal, wie gesagt, so viel wie möglich momentan in... Wie heißt's? Geschicklichkeit pumpen. Ich hätte fast einen Fehler gemacht. Hier den einen Skill brauche ich jetzt ja bald. Stehlen brauche ich halt sowieso für eine Quest, aber die kommt jetzt später. Dann lauft eben. So. Da unten warten bestimmt auch noch ein paar. Ja. Und du bist weg. Und dann mal direkt dich mitgeholt. Und der Hund hat ein Level up. Jetzt sollte er auch wieder einen Skillpunkt haben, wenn ich mich nicht irre. Ah, falscher Knopf. So, was hast du denn? Ja, gehe ich hier auch noch gerade auf 17. Und jetzt gehe ich für den zweiten Baum komplett voll, weil da hat er ja passive Fähigkeiten. Vor allem eben die eine mit dem kritischen Treffer. Die wird uns sehr, sehr helfen. Weg mit dir. So, du bist erledigt. Dann kommst du dran. Der hat noch relativ viel, also gehe ich zuerst hier für einen Soldat. So. Und dann jetzt den Ritter. Leider hat er zu viel Stärke, also hat er widerstanden. So. Schnell, wir müssen zur Speisekammer. Und das war das dann.
Dann, bevor wir zur Speisekammer gehen, schnell noch da hinten rein gesehen. Und? Wartet hier noch wer? Nee. Und bevor wir dann durch die Tür da hinten gehen, würde ich mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Age Origins.